Guten Morgen, hey, hier ist Anna-Maria von Frohnachtsbaum und wir fahren heute zu einem unserer zukünftigen Tannengrün-Lieferanten. Diese Woche melde ich mich von der Berlinale vom Potsdamer Platz und freue mich riesig auf unseren Wochenrückblick. Es gibt Einblicke von den Gründerinnen Frohnachtsbaum, von Isabella zum Thema Co-Founder-Match und natürlich auch von Arang mit der koreanischen Küche. Ich bin sehr gespannt. Bleibt dran, habt eine tolle Woche und bis dann. Guten Morgen, hier ist Hongi von Arang. Bei Arang geht es in die koreanische Küche. So, strahlend blauer Himmel hier in Hamburg und ich bin heute wieder nach Hafen City, weil ich einen Termin im Food Lab habe. Ich war letztes Jahr im Food Lab, eine von 10 Startups, die hier im Rahmen des Accelerator-Programms gefördert wurden. Und das war ganz cool, weil wir hatten natürlich dann auch 9 Monate, hatten wir oben einen Schreibtisch im Coworking Space, da können wir später auch nochmal hochgehen. Und dementsprechend war ich relativ oft hier und ich glaube, ihr werdet mir zustimmen. Ziemlich cooler Arbeitsort, oder? Genau, warum ich heute im Food Lab bin, ist, ich habe einen Termin mit Johnny. Johnny war letztes Jahr unser Mentor vom Accelerator-Programm im Food Lab und wir haben uns jetzt auch schon einige Wochen nicht gesehen und er hat sich jetzt seit Anfang des Jahres auch selbstständig gemacht als Coach. Und da haben wir gleich gesagt, dann treffen wir uns, machen eine Art von Austausch, denn ich würde ihn wahnsinnig gerne natürlich auch von meinen Entwicklungen in den letzten Monaten oder Wochen berichten. Aber das spannendste Teil für mich war eigentlich, dass er mir jetzt auch mal angeboten hat, dass ich demnächst ein Coaching von mir kriege. Und das finde ich sehr, sehr, sehr spannend, weil es gibt einige Entscheidungen, die ich im Moment überhaupt nicht fällen kann. Und er möchte mir da helfen. Ja, genau. Also wir werden wahrscheinlich eine große Entscheidung sozusagen gemeinsam im Coaching bearbeiten. Und ja, freue mich auch einfach, dass wir uns einmal getroffen haben, dass du mir alles erzählt hast, was du so machst, wie du vorankommst, welche großen Sachen alles anstehen. Und freue mich auf unsere Coaching-Session. Ja, ich auch. Hallo, hier ist Hongi von Arang. Bei Arang geht es um die koreanische Küche. Es ist jetzt Sonntagabend, 23 Uhr. Ich muss ein bisschen leise reden. Hier schlafen schon alle. Hatte eine sehr ereignisreiche Woche und war auch die letzten Tage relativ viel los. Die Woche hat eigentlich ganz gut gestartet. Montag, Dienstag waren sehr ergiebige Tage. Ich hatte einen guten Termin mit meiner Grafikdesignerin und auch Caroline, die mir im Branding hilft, weil es in Richtung B2B-Broschüre für die Internorga geht. Genau, besprochen, was wir da jetzt alles noch so auflisten. Und dann am Dienstag war ich beim großen Rewe Center in Hamburg-Winterhude beim Stanislavski und die wollen nämlich meine Produkte aufnehmen. Also das ist ja grundsätzlich immer ganz erfreulich und haben uns jetzt auf einen Verkostungstermin Ende Februar geeinigt. Hey, ich bin Bella, die Gründerin der Co-Founder Matching Plattform. Es ist Sonntag und ja, ich habe die letzten Tage tatsächlich hauptsächlich hier auf dem Sofa verbracht, weil ich mir am Donnerstag den Fuß verstaucht habe, ziemlich heftig sogar. Und deshalb auch diese beiden hier meine neuen besten Freunde geworden sind. Und ja, ich mithilfe verschiedener Utensilien, einem Tablett und meinem Laptop hier mir so einen kleinen Arbeitsbereich aufgebaut habe. Ja, und eine Sache, die da eben sehr intensiv diese Woche war, war nochmal die eigene Co-Founder-Suche. Und da wollte ich mal teilen, wie ich da bisher rangegangen bin. Und zwar hatte ich damit schon angefangen Ende letzten Jahres. Also es geht tatsächlich wirklich schon einige Wochen. Und damals habe ich mir erstmal überlegt, okay, was bin ich eigentlich für ein Typ Gründerin? Und was suche ich auch in einer anderen Person? Und habe mich dann auch erstmal mit Leuten ausgetauscht, gerade so, was die fachlichen Kenntnisse von einer anderen Person angehen sollte, die das einfach nochmal ein bisschen besser einschätzen könnten. Und daraufhin habe ich dann diese ganzen Infos und das, was ich eben suche, was mir wichtig ist, zusammengeschrieben in so einer kleinen Stellenausschreibung. So, und zwar habe ich erstmal ein Word-Dokument erstellt, wo ich dann alle möglichen
möglichen Insights reingeschrieben habe und die Stelle eben beschrieben habe, einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch. Und dann habe ich auf Canva mal ein paar Designs erstellt, um eben dann auch das auf Instagram und LinkedIn zu posten. Und dann habe ich auch noch eine Stellenausschreibung auf LinkedIn erstellt. Nichtsdestotrotz habt ihr ja gesehen, das Ganze ist ganz schön aufwendig. Also ich bin echt froh, wenn es meine Plattform gibt und das dann für ganz viele andere Menschen deutlich schneller und einfacher funktioniert. Ich würde mal schätzen, ich habe jetzt insgesamt schon, ohne mit anderen Menschen zu sprechen, also nur die Vorbereitung, sicherlich so 15 bis 20 Stunden dran gesessen. Und dann kommen natürlich die ganzen Gespräche noch hinzu, die ich jetzt teilweise schon geführt habe, nächste Woche noch mal ein paar habe. Und da spricht man ja auch immer, sage ich mal, mindestens so 30 bis 45 Minuten mit den Leuten, allein beim ersten Gespräch. Also ja, gut, dass ich dieses Wochenende nicht so viel vorhatte, weil ich nicht so viel laufen konnte und mir mehr Zeit dafür nehmen konnte. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Woche und auf die Gespräche, die ich da haben werde. Wie funktioniert das jetzt mit den Verbindungsstücken? Also, die Verbinder, wir nennen sie Adapter. Die sind eigentlich ganz einfach zu bedienen, denn die Verbinder, die haben unten an ihrer Unterseite hier solch eine Rändelschraube, wie man sieht, und die Tannenzweige, die werden ganz einfach hier raus und, wenn sie frisch sind, natürlich hier reingesteckt. Aber auch jetzt sind die Tannenzweige noch sehr fix am Frohnachtsbaum fixiert und das ist ein Sicherheitsaspekt, den wir für sehr sinnvoll erachten. Gerade eben ist eine unserer Testfamilien jetzt aus unserer Haustür rausgegangen. Leider durften wir die nicht filmen. Die möchten das nicht so gerne, aber das akzeptieren wir natürlich nach dem tollen Feedback sowieso umso mehr. Denn das war eine unserer Testfamilien aus dem letzten Weihnachtsfest 2022. Und ja, das Feedback war sehr gut. Die haben das erste Mal den Frohnachtsbaum aufgebaut und mit einem Frohnachtsbaum gefeiert, der circa 2 Meter hoch ist. Die haben hier uns ein paar Aufzeichnungen gemacht. Das fanden wir ja auch schon super gut. Das haben unsere Testfamilien aus dem Jahr 21 auch gemacht. Und mit diesen Auswertungen können wir auf jeden Fall weitermachen. Und damit das Ganze aber gut läuft und damit das Ganze wirklich gut vorbereitet werden kann in den Arbeitsprozessen, brauchen wir da eben die Erfahrungswerte von unseren Testfamilien. Und ich würde sagen, das war ein guter Nachmittag. Hallo, ich bin Songi von Arang. Bei Arang geht es um die koreanische Küche. So, es ist jetzt schon früher Abend. Wir hatten gerade unseren Weekly-Termin im Rahmen von CreateF. Ja, Montagnachmittag kommen wir zusammen für 2 Stunden, tauschen uns aus, daten uns ab und in der Regel immer eine Referentin aus unterschiedlichsten Themenbereichen. Heute ging es um das Thema Branding. Und zu Gast hatten wir Stephanie Renz, von A Woman. Und das passte bei mir total gut, weil ich letzte Woche ja einen Termin mit meiner Grafikdesignerin und einer Kollegin von mir hatte, die mir ein bisschen hilft in Erstellung von Marketingmaterialien. Da haben wir nochmal ein bisschen gebrainstormt, beziehungsweise uns ein bisschen überlegt, wie wir jetzt die zukünftigen Materialien irgendwie zusammenstellen. Also bei mir geht es konkret jetzt um eine B2B-Broschüre, eine ganz einfache, die ich für die Messe im März parat haben will. Und auch Roll-Ups. Also ich habe einfach auch vieles noch nicht. Und als ich Stephanie auch gefragt hatte, wie wichtig sie zum Beispiel auch Slogans findet, kam bei mir dann irgendwie so heute, ja, eigentlich die Idee, Mist, ich habe ihren Slogan und ich habe den irgendwie noch gar nicht in der B2B-Broschüre und sei es auf den Roll-Ups irgendwie noch gar nicht bedacht. Hat einfach auch ein bisschen damit zu tun, dass ich, was heißt Slogan? Das sind letztendlich einfach 3 Wörter, koreanisch, authentisch, köstlich, die auf meinen Produkten sozusagen halt mit draufgetan habe, aber
so richtig lebe ich irgendwie diese Eigenschaften nicht. Koreanisch authentisch schon, aber so das dritte Wort köstlich, das war irgendwie so ein bisschen damals aus der Not geboren. Es war unglaublich schwierig, da irgendwas Passendes, ein drittes Wort irgendwie zu finden. Ich glaube, es ist okay, aber im Moment arbeite ich damit noch nicht richtig weiter. Und es war einfach ein guter Hint, weil es ist durchaus korrekt, es ist nicht verkehrt. Und ich glaube, man kann damit arbeiten, aber ich habe es irgendwie nicht so richtig verinnerlicht und habe heute ganz groß auf die Fahne geschrieben, okay, es muss auf die Broschüre, es muss auch auf den Roll-Ups und so weiter. Man muss ja immer wieder betonen, damit auch die Leute es sozusagen so verstehen. Und das war für mich eigentlich ein sehr gutes Learning. Also kam zur richtigen Zeit, bevor ich das Ganze jetzt irgendwie einer Grafikerin gebe und wir in Druck gehen. Es ist Montag und ich bin hier gerade zusammen mit der lieben Melanie, die ich schon seit einer ganzen Weile mit ihrem Startup Biosch unterstütze. Und Melanie produziert wunderschöne Taschen. Genau, und ich habe letztes Jahr Biosch gegründet, das ist mein Herzensprojekt. Und zwar sind es vegane Taschen aus Kaktusleder, eben für stylische und umweltbewusste Männer und Frauen. Und das wird wirklich per Hand in Oberfranken produziert. Ja, und das passt halt super zu unserer Gruppe, weil wir ja auch alle sehr nachhaltig orientiert sind und nachhaltig wirtschaften wollen. Deswegen dachte ich, ist es schön, Melanie heute auch mal mit reinzunehmen. Ganz genau. Hey, ich bin Bella, die Gründerin der Co-Founder Matching Plattform. Es ist Mittwochmorgen und ich bin gerade auf dem Weg, ein Paket abzugeben. Ja, dieses Paket hat leider nicht so gepasst, wie ich mir das vorgestellt habe. Das heißt, ich muss es jetzt dem Hersteller zurückschicken. Dort wird es dann geöffnet, kontrolliert, ausgepackt, wieder neu eingepackt und dann zum nächsten oder der nächsten versendet. Und wie cool wäre es bitte, wenn wir jetzt schon Turn überall nutzen könnten, sodass dieses Paket einfach direkt und viel nachhaltiger und kostengünstiger zu dem nächsten oder der nächsten Nutzerin gehen könnte. Und ich habe die letzten Tage dieses Buch verschlungen, Starting a Revolution von Naomi Rylance und Lisa Jaspers. Es geht darum, dass die Startup-Welt ja eigentlich sehr disruptiv ist. Also die Art und Weise, wie man Produkte entwickelt, wie man innovativ Geschäftsmodelle aufsetzt. Und was aber trotzdem eben noch nicht so innovativ ist, ist die Arbeits- und Unternehmenskultur. Also dass da doch es so ist, dass wir oft klassisch in diesen bisherigen wirtschaftlichen Systemen denken und handeln. Wir haben dann an einem gewissen Punkt gemerkt, okay, so geht's nicht weiter und dieses Buch geschrieben und zeigen eben, wie es anders geht und wie man eben eine Kultur schaffen kann für sich, für die eigenen Mitarbeitenden, aber auch gesellschaftlich, um das eben zu verändern und geben da ganz viele wertvolle Tipps, zeigen auch ganz viele tolle Revolutionärinnen, wie sie es nennen, auf, also Gründerinnen, die es eben schon anders machen. Mir hat es super viel gebracht und ich kann es auf jeden Fall sehr, sehr weiterempfehlen. Guten Morgen, hey, hier ist Anna-Maria von Frohnachtsbaum und wir fahren heute zu einem unserer zukünftigen Tannengrün-Lieferanten, denn wie ihr alle wisst, der Frohnachtsbaum besteht aus frischen Tannenzweigen und natürlich brauchen wir da als Schlüsselpartner ja erstmal schon mal einen, gerne auch mehrere Schnittgrün-Lieferanten. Denn das Schnittgrün soll nicht aus den Wäldern genommen werden, sondern soll ja eben aus dafür angebauten Flächen kommen. Also das hier sind jetzt die Schnittgrün-Plantagen oder nennst du die Plantagen oder? Wir nennen sie eigentlich Kulturen. Schnittgrünkultur. Ja, so, dann wird das dann mit so langen Scheren abgeschnitten. Und es wird fliegen gelassen, das ist wieder natürlich für die Insekten und so weiter. Ja, also das ist jetzt für die Insekten super. Ja, genau. Also automatisch hat man den Vorteil, dass es dann die Insekten dann hier anziehen. Ja, okay. Das ist toll. Also Arbeit. Da achten die auch drauf, dass ihr das so macht, ne? Ja, ja. Super zu sehen. Das heißt, die könnt ihr aber bis oben noch beernten, ne? Ja, genau. Mhm. Und wir können dann auch gemeinsam herausfinden, so für welche Äste so gut sind für uns. Weil unten kann es ja bei dem großen Baum wohl schon so 70, 80 sein. Ja. Aber die
schneiden sich das natürlich auch zurecht, aber es wäre natürlich cool, wenn es dann auch so ein paar Abstufungen gibt. Ja gut, das geht ja. Also das kriegen wir hin. Ja. Hey ihr, heute sind wir wieder im Wald bei uns in der schönen Eifel. Und also Forstwirtschaft ist auch ein großes Thema. Und wir haben uns in den letzten Jahren auch sehr damit beschäftigt, denn Forstwirtschaft, aus der Forstwirtschaft kommt eigentlich der Begriff Nachhaltigkeit, also nachhaltig Forstwirtschaften. Heute benutzen wir das auch rund um die Uhr für den Aspekt ökologisch, ökonomisch. Aber letztendlich kommt der Begriff Nachhaltigkeit aus der Forstwirtschaft. Und auch wir wollen natürlich nachhaltig mit unseren Ressourcen, gerade mit den Energieressourcen, umgehen in diesen Tagen und haben uns beim Förster Holz gekauft, bestellt. Das werden wir uns heute als Brennholz sägen. Und das ist auf jeden Fall immer zu raten, dass man alles, was man dem Wald und der Natur entnimmt, immer auch mit den Menschen abspricht, die eben mit dem Wald und mit der Natur arbeiten. Wir sehen uns natürlich auch in der nächsten Woche wieder. Schaltet ein, wenn die nächsten Startups uns ihre Einblicke geben. Und bis dahin werde ich mal ein paar Filme schauen. Bis dann!